kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Gothic in der Unreal Engine. So, Melvin. Guten Tag. Hi. Du bist nicht aus diesem Lager, oder? Jetzt schon. Ich bin vor einer Woche aus dem alten Lager abgehauen. Hab meinem Kumpel Dusty gesagt, er soll mitkommen. Aber er wollte lieber noch warten. Ich kenne Dusty. Hab mich kurz mit ihm unterhalten. Wenn du ihn nochmal triffst, sag ihm, er ist schön blöd, dass er da geblieben ist. Wenn das hier nicht 10-mal besser ist, als sich im alten Lager von den Gardisten schikanieren zu lassen, dann weiß ich's auch nicht mehr. Was machst du hier? Ich verbreite die Lehre des Schläfers an die Novizen. Ich bin selbst noch Novize, aber bald bin ich ein Baal, einer der Gurus. Ich habe sogar schon mit Iberion geredet. Er ist der Auserwählte. Er hat mir gesagt, wenn ich hart an mir arbeite, bin ich bald selbst ein Meister. Aber ich schiebe das so ein bisschen vor mir her. Eilt ja nicht, verstehst du? Meister kann ich ja immer noch werden. Im Moment bin ich ganz zufrieden mit meiner jetzigen Aufgabe. Ja, das ist doch schön. Ich will mich eurem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Du willst bei uns mitmachen? Das ist gut. Warte mal. Ja, ich glaube, ich kann dir helfen. Ich bin zwar noch kein Guru, aber ich habe einigen Einfluss in der Bruderschaft. Du müsstest mir einen kleinen Gefallen tun. Bist du schon bei Fortuno gewesen? Nein. Dann geh zu ihm und hol dir deine tägliche Ration ab. Wenn du mir alles Sumpfkraut überlässt, das er dir gibt, sind wir im Geschäft. Ich denk drüber nach. So, Lester. Ich bin jetzt wieder für dich da. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Das ist wirklich gemeint. Ich glaube, die Erzlampen wären schöner, wenn diese Lichtquelle einfach wirklich innen drin wäre und die man, also man würde diese Erzlichter vielleicht so ein bisschen durchsichtig machen. Da würde dieses blaue Licht nicht oben drüber erscheinen, sondern da mehr rausstrahlen. Wie läuft's? Seit ich ein auserwählter Beschützer des Glaubens bin, fühle ich mich besser als je zuvor in meinem Leben. Hört sich wichtig an. Du bist ein Ungläubiger. Du verstehst davon nichts. Ich würde gern mal in den Tempel des Schläfers gehen. Undenkbar! Ein Ungläubiger im Tempel! Bevor du dich nicht in den Dienst des Schläfers gestellt hast, wird dir der Zutritt zum Tempel verwehrt bleiben. Wer hat dir das sagen? Unsere Gurus sind die Auserwählten des Schläfers. Der Schläfer bestimmt unser Schicksal und die Gurus verkünden es uns. Ich will ein Templer werden, so wie du. Hast du eine Ahnung, wie viele Entbehrungen ich auf mich nehmen musste, um den Auserwählten des Schläfers als Tempelwächter dienen zu dürfen? Glaub bloß nicht, du kannst hier einfach reinspazieren und bekommst so mir nichts, dir nichts, die höchsten Auszeichnungen. Bevor du überhaupt darüber nachdenkst, solltest du dich mit der Lehre des Schläfers vertraut machen. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen und es wird dir auch sicher die Flausen aus dem Kopf treiben. Ja, nee. Aber danke. Immer wieder dieselbe Leier. Wenn du die Leiter raufsteigst, dann kommst du zu Kalom, dem Alchemisten. Hier unten steht Fortuno, der Krauthändler. Ich warte hier auf dich. Aber lass dir nicht zu viel Zeit, sonst gehe ich wieder zurück. Oh, danke. Er geht direkt zurück. Tritt näher. Hier gibt es ein Willkommensgeschenk für jeden Neuen. Was hast du für mich? Hier, nimm 3 Rollen Sumpfkraut. Es ist schwarzer Weiser. Gutes Zeug. Du kannst jeden Tag mehr davon haben. Aber wenn du mehr als deine tägliche Ration willst, musst du zahlen. Falls du auf deinem Weg zwischen den Lagern Kräuter und Beeren findest, bring sie zu mir. Ich werde sie dir abkaufen. Ich will handeln. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Okay.
Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Du hattest deine Tagesration schon. Wenn du mehr willst, komm morgen wieder. Oder kauf was. Nö. Hey du. Er hat alle Zeit der Welt. Okay, mit ihm kann ich eh noch nichts besprechen. Hey du. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich da reingehe. Wenn du meinem Meister keinen Respekt entgegenbringst, werde ich dich töten. Ja, das möchte ich nicht. So, das juckt denn ja auch nicht. Hey du. Was willst du? Wer sie gerade teleportiert hat. Einer der Händler aus dem alten Lager will das Rezept für einen Heiltrank von dir haben. Meine Rezepte sind unverkäuflich. Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich habe gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird. Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind zu wichtig, als dass ich mich um neue Novizen kümmern könnte. Ich verlasse mich auf das Urteil der Baals. Wenn sie sagen, dass du bereit bist, die Robe eines Novizen zu tragen, kehre zu mir zurück. Ja, alles klar. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal schlafen. Also ich finde, ist ja schon atmosphärisch, wenn es dunkel ist, aber es wird irgendwie zu schnell dunkel, habe ich so das Gefühl. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Kane, Schüler von Koa Kalom. Du hast sicher schon von ihm gehört, richtig? Ja. Dann weißt du ja, dass er hier der zweitwichtigste Mann nach Iberion ist. Wie komme ich an das Rezept von Kalom? Gar nicht. Er hält es in seiner Truhe verschlossen. Das rückt er niemals raus. Und was tust du? Ich helfe meinem Meister bei der Aufbereitung der alchemistischen Substanzen. Im Wesentlichen Sumpfkraut und Mindcrawler-Sekret. Vor allem das Sekret braucht er drängen. Was kannst du mir noch über deinen Meister erzählen? Er ist nicht wie die anderen Gurus. Er gestattet jedem, ihn anzusprechen, aber niemandem seine kostbare Zeit zu verschwenden. Wo bekomme ich das Sekret der Mindcrawler? Crawler findest du in der alten Mine. Aber du musst wissen, wie du ihnen das Sekret abzapfst. Falls du wirklich vorhast, dich mit den Biestern anzulegen, sprich besser vorher mit einem der Templer, der Erfahrung hat. Zum Beispiel Guanadrak. Er ist jeden Tag zwischen unserem Lager und der alten Mine unterwegs. Morgens triffst du ihn unten am Labor. Ja, alles klar. Guck mal, wir haben jetzt hier gerade, ja okay, es ist 20 Uhr. Weil ich finde, es könnte ruhig ein bisschen später dunkler werden. Das würde mir persönlich besser gefallen. Hier ist gerade die Lichtstimmung echt schön. Wohin soll's denn gehen? Wir bringen das Sekret der Mindcrawler, das unsere Brüder in der alten Mine gewinnen, zu Koa Kalom. Einmal täglich gehen wir zur alten Mine, um es abzuholen. Was ist das für ein Sekret? Wir gewinnen es aus den Zangen der Mindcrawler. Wenn man weiß, wie, kann man sie herausnehmen, ohne dass das Sekret verloren geht. Wofür braucht Koa Kalom das Sekret? Soweit ich weiß, gewinnt er daraus ein Elixier, das die magische Kraft eines Novizen steigert. Seit wir uns auf die große Anrufung vorbereiten, kann er gar nicht genug von dem Zeug bekommen. Mit Hilfe des Elixiers will er die Novizen auf den großen Tag vorbereiten. Habt ihr schon genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Nein. Wir müssen noch eine Menge sammeln. In der alten Mine sind unsere Mindcrawler-Jagdtrupps Tag und Nacht im Einsatz. Ja, Mindcrawler jagen werden wir bestimmt auch irgendwann mal bald.
Wie sind die auf einmal gerade hell geworden? Ach, hier sind ja auch nochmal Zangen. Krass, wie viel Rohstoff man hier bekommt. Achso, ich wollte sowieso doch Schmieden mal probieren, ne? Hi, ich bin neu hier und will das Lager kennenlernen. Da bist du zum falschen Ort gekommen. Als sich die Templer zum Kampf rüsten, sind wir Tag und Nacht beschäftigt. Ich habe nicht viel Zeit für neugierige Fragen, also störe mich nicht. Es sei denn, du willst was kaufen. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Boah, nur Schrott. Die Waffe weg! Weg mit der Waffe! Gut. Mach das nicht nochmal! Ah. Okay. So, dafür brauche ich Klingen. Oh, so viele Klingen habe ich auch im Inventar. Hey du. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Mal gucken, ob das noch erweitert wird. Aber ich kriege jetzt auf jeden Fall sehr viel Kohle. Also ob das erweitert wird mit den Schmiederezepten und so, das wäre ganz cool, wenn man nicht nur ein grobes Schwert herstellen könnte. So, lassen wir uns mal den Kopf waschen. Du siehst nicht aus wie einer, der sein Leben bereits unter die Knechtschaft der Erzbarone gestellt hat. Du siehst aus wie ein Suchender. Du siehst aus wie einer, der den wahren Traum sucht. Spürst du nicht das Feuer in dir, das dir nachts den Schlaf raubt? Ich sehe, dass du an dem zweifelst, was dir die Knechte der Erzbarone als wahr und gerecht verkaufen wollen. Du weißt auch warum. Weil es Lügen sind. Es sind Lügen, mit denen sie den Geist derer beherrschen, die schwach sind. Dein Glaube ist stärker als ihre Lügen. Fühlst du nicht jeden Tag den Wunsch nach Freiheit? Fühlst du, wie er jeden Tag wächst? Er lenkt deinen Geist. Lass es geschehen. Weißt du, was du tust, wenn du ihn beherrschst? Du verleugnest deine Seele. Du verleugnest dich selbst. Hör auf, im Schatten deiner Ängste zu leben. Mach dich frei. Verstehe, der Schläfer wird erwachen. Er wird dir die Freiheit bringen und das ganze ungläubige Pack wegschwemmen. Wie Unrat, der vom Regen weggespült wird, werden sie vom Antlitz dieser Welt verschwinden und sie werden klagen und jammern und bereuen. Aber dann ist es zu spät. Dann werden sie zahlen mit ihrem Blut und ihrem Leben. Hey, du hast mich angesprochen. Heißt das, ich kann jetzt mit dir reden? Ich sehe, du hast dich mit unseren Regeln vertraut gemacht. Das ist gut. Ich spüre große geistige Kraft in dir. Du kannst schon bald ein Mitglied unserer Gemeinschaft sein. Ich habe dich angesprochen, weil ich dir Gelegenheit geben will, uns deine Loyalität zu beweisen. Ja, Hauptsache er hält so eine lange Rede und der Held sagt einfach nur, hey, du hast mich angesprochen. Außerdem, bei ihm gilt die Regel mit, hey, du sprichst mich an, ich darf dich ansprechen, aber bei Baal Orun zählt es nicht. Der sagt da, nö, ich habe dir nicht erlaubt, mich anzusprechen. Wie kann ich dir meine Loyalität beweisen?
Was wir am dringendsten brauchen, sind neue Seelen, die sich unserer Gemeinschaft anschließen. Wenn du dafür sorgst, dass ein weiterer Mann unserem Lager beitritt, hast du deinen Willen, unsere Gemeinschaft zu bereichern, unter Beweis gestellt. Wo kann ich neue Leute für die Bruderschaft anwerben? Das alte Lager ist ein guter Ort dafür. Denn viele, die dort leben, sind der Angst und der Lügen überdrüssig. Sie müssen nur ein wenig unterstützt werden. Im neuen Lager wirst du wahrscheinlich weniger Glück haben. Die Männer, die dort leben, sind Barbaren. Wieso braucht er so dringend neue Leute? Der Schläfer hat unserem Meister offenbart, dass er eine wichtige Nachricht für uns hat. Aber er ist noch nicht zu seiner vollen Stärke erwacht. Und so braucht er unsere Kraft, um mit uns in Kontakt treten zu können. Deswegen bereiten wir eine große Anrufung vor. Und je mehr Männer daran teilnehmen, umso eher werden wir Erfolg haben. Wenn du mehr darüber erfahren willst, geh zum großen Platz vor dem Tempelberg. Aber störe nicht den Meister bei der Meditation. Ich doch nicht. Niemals würde ich sowas tun. Ich weiß noch immer, wie ich mich als Kind hier verlaufen habe, ne? Aber wenn man sich einmal im Sumpflager auskennt, dann ist das überhaupt nicht kompliziert. Mir gefällt der Sumpf. Sieht echt schön aus hier. Macht schon was her. Mr. Naran? Finden Sie das auch so? Was machst du hier? Ich passe auf, dass kein Sumpfhai zu nah ans Lager gerät. Wenn ich du wäre, würde ich einen weiten Bogen um die Viecher machen. Du hast keine Chance gegen sie. Jetzt stör mich nicht weiter. Ich muss die Augen aufhalten. Jo. Naja, wir gehen mal zu Baal-Ogun und zu Gorim. Hi, wie sieht's aus? Ich bin total fertig, Mann. Ich arbeite jetzt schon seit 2 Tagen ohne Pause. Harlock sollte mich längst abgelöst haben. Es ist immer dasselbe mit dem Kerl. Er liegt bestimmt noch in seiner Hütte und pennt. Wieso gehst du da nicht zu ihm und trittst ihm ordentlich in den Hintern? Ich kann hier nicht weg, solange Baal-Ogun die Aufsicht hat. Die Arbeit muss getan werden. So oder so. Aber du könntest für mich zu ihm gehen. Er wohnt unter dem Alchemielabor von Korkalom. Direkt bei Fortuno. Sag ihm, er soll seinen Hintern hier rüberschwingen. Also Baal-Ogun ist aber schon echt so ein schlechter Anführer eigentlich. Wenn er sieht, dass jemand 2 Tage ohne Unterlass hier arbeitet, könnte er auch einmal mal einen von den beiden hier Bescheid sagen. Hey, übernimm mal kurz hier die mit Stampfen. Ich gehe mal rüber und hol den anderen. Hi, ich bin neu hier. Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Nun, die Guru sind die wichtigsten Leute hier. Sie verbreiten die Lehre des Schläfers und teilen den Novizen die Visionen unseres Meisters mit. Er selbst ist natürlich viel zu erschöpft, um immer zu allen zu reden. Aber an manchen Tagen spricht er auf dem Tempelplatz zu uns und offenbart uns die heiligen Worte des Schläfers. Berichte mir von den heiligen Worten des großen Schläfers. Er sagt uns, was wir tun müssen, um die Freiheit zu erlangen. Iberion sagt, der Schläfer wird uns den Weg mitteilen, sobald wir in der Lage sind, ihn zu hören. Er bereitet eine große Anrufung vor, in der er zusammen mit den besten Novizen mit dem Schläfer in Kontakt treten will. Korkalom unterstützt ihn dabei. Er ist Alchemist und braut Substanzen zusammen, die uns in einen schlafähnlichen Zustand versetzen. Nur in diesem Zustand oder wenn du schläfst, kannst du die Gedanken des Schläfers empfangen. Ja, alles klar. Danke, Nyras. So, dann gehen wir jetzt mal zu Mr. Koranga.
Kannst du mich trainieren? Geh mir aus den Augen, Unwürdiger. Ich trainiere nur die Templer des Schläfers. Hey du. Kannst du mich trainieren? Du willst ein starker Kämpfer werden und bist auf der Suche nach jemandem, der dich unterweist. Das ist gut. Aber ich bin nicht derjenige, den du suchst. Ich opfere meine Zeit nur denen, die dem heiligen Kreis der Templer angehören. Wie werde ich in den Kreis der Templer aufgenommen? Du musst deine Zeit lang als Novize gedient haben, um deinen Glauben an den Schläfer unter Beweis zu stellen. Dann kehre zu mir zurück und ich werde dich unterweisen. Koa Anga hat mit dir geredet? Was hat er gesagt? Er sagte, die Sumpfhaie habe er noch nie leiden können. Was? Eine heilige Aufgabe erwartet mich. Der Wunsch meines Meisters ist mir Befehl. Ist er nicht sogar in irgendeiner Mod dann wirklich in den Sumpf gegangen und hat die Dinger gejagt? Das ist gerade so im Kopf. Vielleicht träume ich auch wieder. So, dann gehen wir mal Harlock verprügeln. Alles klar, dass das Ärger du bist verlassen, das ist es. Erstmal abwarten. Das wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Solange ich damit nichts zu tun habe. Aufstehen. Gorim schickt mich. Was? Ich soll dich daran erinnern, dass du ihn ablösen sollst. Das ist aber nett von dir. Erinnere mich nochmal, wenn ich ausgeschlafen habe. Muss ja? Aufpassen, was man immer erzählt. Schwing deinen Hintern zu den Krautstampfern. Oder es gibt Saures. Versuch doch mal, dich mit mir anzulegen, du Penner. Ich wollte dich nochmal daran erinnern, deinen Kumpel abzulösen. Ich habe gesagt, mach, dass du wegkommst. War doch klar, dass du das jetzt gibt's mal kümmerliche Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. Manche lernen eben gar nichts dazu. Oh, das sieht falsch aus. Das wollte ich außerdem auch gar nicht. Ich finde den Raucheffekt ziemlich cool. Ich höre nicht mehr auf das. Das wird dir noch leid tun. Oh, ich häng fest. Hey du, lass mal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht. Und ich stehe auf seinem Fuß. Na, hast du langsam Lust bekommen, deinen Freund abzulösen? Du verdammter Mistkerl, wieso mischst du dich überhaupt in unsere Angelegenheiten? Ich will dich einfach stampfen sehen. Ist ja schon gut. Ich gehe ja. Mistkerl. Manche lernen eben gar nichts dazu. Okay. Achso, ich kann noch zu Yoru. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändere. So, hier nicht hoch, Mr. Held. Hey du. Ich habe Sumpfkraut bei mir, du kannst es haben. Gut. Du hast sicher schon bemerkt, dass so gut wie keiner der Gurus mit dir reden will. Du kannst das ändern, indem du sie beeindruckst. Ich kann dir verraten, wie du das anstellst. Wie kann ich die Gurus beeindrucken? Baal-Kadar unterrichtet die Novizen in der Magie des Schläfers. Wenn du seine Aufmerksamkeit willst, wende Magie an. Aber blas ihm keine Windfaust um die Ohren. Versetze einen seiner Zuhörer in Schlaf oder sowas. Baal-Namib vorne am Haupttor ist einer der harten Brocken. Ich denke, bei ihm kann dir Lester helfen. Sprich ihn drauf an, wenn sein Meister gerade nicht dabei ist. Die anderen Gurus sind eigentlich ganz in Ordnung. Versuch dich einfach nützlich zu machen. Danke für die Tipps. Hey, eine Hand wäscht die andere. Wie komme ich an die Magie des Schläfers? Baal-Kadar verkauft Runen und Spruchrollen. Aber das nützt er ja nicht viel, wenn er nicht mit dir redet, richtig? Vielleicht kann einer der anderen Gurus dir helfen. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel.
Ja, ich habe ja noch eine Schlafenspruchrolle. Da müsste ich eigentlich. Ja, hier, Schlaf. Die Symbole in Gothic 1 sind manchmal echt merkwürdig. Da erkennt man gar nicht, was für ein Zauber das sein soll. Manche lernen eben gar nichts dazu. Was tust du? Ich versuche hier gerade mit meinen Schülern zu meditieren. Wer hat dir beigebracht, die Magie des Schläfers zu wirken? Niemand. Es war ganz leicht. Du scheinst ein sehr gelehriger Schüler zu sein. Ich werde dich unterrichten. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. So, die Blutfliegen kaufe ich mir mal. Windfaust. Ja, das kann ich mir immer noch später auch organisieren. Die Blutfliegen. Über die Fliegen. Dort aber, wo das Erdreich feucht und die Luft schwül, vermutlich, ist, werden die Fliegen angelockt vom rinnenden Schweiß aller Kreaturen. Mit ihrem Stachel. Warum fehlen hier immer... Naja, egal. Töten sie ihre Opfer und laben sich an ihrem Blut. Den Stachel zu entnehmen ist eine Kunst, die von vielen Sumpflern beherrscht wird. Schneide tief in den Unterleib um den Stachel herum mit gezackten Schnitten und entferne vorsichtig den Stachel mitsamt dem umgebenden Gewebe. Lass ihn ausbluten und streife das ungenießbare Fleisch ab. So. Jetzt in den Sumpf gehen, dann können wir direkt die Stachel besorgen. Oh, leider kann ich hier nicht mehr meine Abkürzung nehmen. Lass uns mal lieber über was anderes reden. Muss ich außen rum. Teilweise ist das Lager auch so umständlich gebaut. So, warum gibt es jetzt hier nicht so einen direkten Weg? Ja, auch einfach dieser Zaun, den hätte man auch wegmachen können. Ich habe mit Gorin gesprochen. Du hast dich für einen unserer Brüder eingesetzt und deine Sache war. Darum habe ich dich für eine besondere Aufgabe erwählt. Gorkalom braucht dringend neues Sumpfkraut für seine Experimente. Unsere Sammler im Sumpf arbeiten Tag und Nacht. Gehe zu ihnen und bring ihre gesamte Ernte zu Kalum ins Alchemielabor. Wo genau kann ich die Sammler finden? Ich habe dir noch nicht gestattet, mich anzusprechen. Bete zum Schläfer um Vergebung für dieses Sakrileg und nun geh. Deine Mission ist von äußerster Dringlichkeit. Oh, alles klar. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Wer bist du? Ich bin der Guru. Ich bin der Guru des Sumpfes. Meine Diener nennen mich Baal Netbek. Diener? Ich sehe keine Diener. Sie sind hier überall. Die Bäume. Sie wandern und springen und tanzen. Ach so. Na, ich gehe dann mal wieder. Warte, du kannst mir helfen. Diesen Sumpf in eine gigantische Blumenwiese zu verwandeln? Fang am besten schon mal damit an. Ich komme dann später wieder. Ich glaube, der Kerl bringt mich nicht wirklich weiter. Ja, das glaube ich auch. Hey du. Baal Orun schickt mich. Ich soll hier alles Sumpfkraut abholen. Gut, dann muss ich nicht selber laufen. Hier, nimm. Vergiss nicht, zu Viren auf der anderen Seite vom Sumpf zu gehen, wenn du nicht schon da warst. Sonst könnte deine Lieferung ein bisschen mickrig ausfallen und alle würden denken, du hättest die Hälfte verhökert. Wem sollte ich das Kraut denn schon verhökern? Oha, ich hab dich auf Ideen gebracht, ha? Huh? Wenn du einen Abnehmer weißt, wir könnten halbe-halbe machen.
Nun, ich wüsste da jemanden im neuen Lager, den würde so eine Menge Kraut schon interessieren. Aber wenn dich die Gurus dabei erwischen, machen sie Sumpfhaifutter aus dir. Ich weiß von nichts, klar? Okay, wer ist der Abnehmer im neuen Lager? Ich verrate dir den Namen und du bist mit dem Kraut über alle Berge. So läuft das nicht. Ich will 50 Erz Vorschuss sehen. Dann sehen wir weiter. 50 sind fair. Hier, nimm. Gut, hör zu. Sein Name ist Cypher. Du findest ihn meistens in der Kneipe auf dem See. Sei vorsichtig und lass dich nicht übers Ohr hauen. Immer tüchtig weitersammeln. Na klar. Was denkst du denn, was ich hier mache? Mir die Eier schaukeln? Ja, sieht ganz so aus. Während die anderen sammeln, steht er da, hat einen weiten Rock an und schaukelt sich die Eier. Ja, moin. Was machst du denn hier? Habe ich dir erlaubt, mich anzusprechen? War nur ein Witz. Diese verdammten Spinner gehen mir gehörig auf den Sack. Deswegen bin ich hier. Sprich mich nicht an. Bitte den Schläfer um Vergebung. Deine Mission ist von äußerster Dringlichkeit. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Kein Wunder, dass die hier alle Gaga sind. Ich bin Shred. Novize ersten Ranges. Und das werde ich auch bleiben. Ich will der Bruderschaft beitreten. Kannst du mir helfen? Du willst bei dem Laden hier mitmachen? Ich überlege gerade, wie ich hier wegkomme. Wir könnten ein bisschen durch die Kolonie ziehen. Ein paar Einfallspinsel ausplündern, ein bisschen Erz sammeln. Was denkst du? Lass uns zusammen losziehen. Komm mit. Das ist doch mal ein Wort. Auf geht's! Ich schätze, er läuft gleich sofort weg. Hat jemand von euch den eigentlich schon mal wirklich benutzt? Den Shred? Es fängt wieder an zu regnen. Schon wieder eins. Ja, und du willst nicht helfen, Robert? Schon wieder eins. Was macht ihr hier? Wir sammeln das Sumpfkraut, das unsere Brüder dann zu Rauchwaren verarbeiten. Es ist ziemlich gefährlich, im Sumpf zu sammeln. Aber das Zeug wächst nun mal nur hier. Ist auch gut so. Warum? Weil dann die beiden anderen Lager nicht rankommen. Wir sind die einzigen in der Kolonie, die Sumpfkraut ernten können. In den beiden anderen Lagern können wir es tauschen. Und wir bestimmen den Preis. Bal-Orun schickt mich. Ich soll die gesamte Ernte zu Kalom bringen. So einfach stellst du dir das vor, was? Da kann ja jeder kommen. Bal-Orun schickt mich und schwupps, weg ist das ganze Kraut. Bal-Orun schickt mich aber wirklich. Natürlich. Geh doch zu ihm und frag ihn, wenn du mir nicht glaubst. Ich hab eine bessere Idee. Du beweist mir deine Loyalität, indem du eine kleine Aufgabe für mich erledigst. Und was soll ich machen? Ist nur eine Kleinigkeit. Die Arbeit im Sumpf ist nicht ganz ungefährlich und die verdammten Blutfliegen tun ihr Übriges dazu. Ohne sie wäre das Arbeiten viel leichter. Wir verstehen uns.
Ja, wir verstehen uns. Darum kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ja, die Folge ist vorbei. Ich hoffe, ihr habt morgen wieder Zeit. Aber gebt doch jetzt schon mal ein Like und seid dann morgen um 12 bereit.